wir haben Brüche als Teile eines Ganzen. Wir haben das Vergleichen von Brüchen. Und vielleicht der eine oder andere auch schon das Addieren und Subtrahieren von den Brüchen überlegt. Und ich möchte euch heute ein paar Schlüssel liefern. Schlüssel, die euch helfen sollen, das, was ihr an Erfahrungen bereits gemacht habt mit dem Falten von Papieren, dem Aufteilen von Papieren, jetzt aufs Papier zu bringen. Und mit Hilfe von diesen Schlüsseln macht ihr bitte eure Plakate weiter. Das Material liegt vorne und die, die mich kennen, wissen, da liegt noch irgendwas, wo was experimentieren soll. Das sind heute Smarties. Das heißt, nicht nur die gefalteten Teile, die ihr da vorne habt, sondern auch die Smarties-Schächtelchen könnt ihr in irgendeiner Form, das möchte ich offen lassen, in euer Plakat integrieren. Ich check das mit diesem Schlüssel nicht. Ich teile das Ganze in gleich große Teile auf. Also eigentlich durch vier, oder? Ja. Geht das? Keine Ahnung. Wie viel hast du bis jetzt, Anna? Auch 41. Schätzung richtig. Das sind jetzt zum Beispiel 4 38stel und die male ich in den 38. Habt ihr schon eine Idee, wie ihr das aufs Plakat bringt? Das zweite? Zeichnen, malen. Achso. Jeder seins oder alle gemeinsam? Alle gemeinsam. Dann müsst ihr neu zählen. Wie viel habt ihr insgesamt? 41. Dann ist ein anderer Bruch da, ne? Dann ist der 41. Aber Nikolai, ich und Jonas haben 41 und Mario hat 39. Ich habe keine 41. Ja, jetzt hast du halt ein paar gegessen. Aber. Ja, ich habe auch ein paar gegessen. Okay, dann musst du neu. Nikolai, dann musst du neu aufschreiben, weil dann hast du weniger. Soll ich das schon mal aufgeben? Ja, mach. Ist rot okay? Ja. Der Bruch ist größer als der Bruch. Ja. Und das sind also ein Viertel und das sind nur 3/4. Dann können wir es schreiben. Kann. 16 blau. 15 lila. Das kann ich gar nicht zählen. 21 pink. Genau. 156. Also ich habe hier die ganzen Brüche aufgeschrieben. Sehr schön. Und dann hast du... Jetzt, Moment, lass mal liegen, da hast du einen Dreher drin, weil hier steht 45 und 17. Ah, ist 39! Ah! Wo steht das Ganze des Buches? Wo steht das? Im Zähler oder im Nenner? Es ist unten. Richtig. Und es sind 39. Also, dann drehst du das jetzt um, weil im Prinzip hat es gestimmt, nur steht es verkehrt. Also schreibst du es nochmal, machst du nochmal auf die Rückseite, mit Bleistift Vorzeichen. Ja. Dann steht hier also was? Sag es mir nochmal, rot sind wie viel rote sind es? Sieben. 45. Jetzt ist es richtig. 7 ist der Zähler. Und 45 ist der Nenner. Sehr gut. Also wir haben da oben die Brüche aufgeschrieben, zum Beispiel 2/4 sind 25 Smarties und insgesamt sind in der Packung 39 Smarties drin und jeder von uns kriegt 9 Smarties und 3 bleiben dafür übrig. Erstmal ein großes Lob. Es ist jetzt zweimal lauter geworden. Ihr habt ganz toll gearbeitet, ihr habt ganz viele Ideen. Ich gebe euch noch 5 Minuten. Dann möchte ich die Gruppensprecher zum Aufhängen, dass wir den Marktspaziergang möglichst jetzt noch machen können. Das heißt, ihr bekommt alle von eurem Gruppensprecher so eine Karte, geht mit einem Stift an den verschiedenen Plakaten vorbei und notiert euch Tipps für die anderen. Habe ich das korrekt verstanden?
Bruchrechnung. Brüche als Teil eines Ganzen. Wir hatten 4 Viertel und haben 3 Viertel und 1 Viertel daraus gemacht. Subtraktion von Brüchen. Wir hatten 4 Viertel, haben 2 Viertel davon abgezogen und übrig waren noch 2 Viertel. Addition von Brüchen. Wir haben 4 Achtel plus 4 Achtel gibt gleich 8 Achtel gerechnet. Vergleichung von Brüchen. 6 Achtel ist größer als 2 Achtel und 2 Achtel ist kleiner als 6 Achtel. Das ist ein 6 Achtel und das ist ein 2 Achtel. Addition von Brüchen. Bruchrechnung. 6 Achtel plus 2 Achtel gleich 8 Achtel. Plusrechnung. Beispiel. Das ist 6 Achtel und das sind 2 Achtel und insgesamt gibt es dann 8 Achtel. Von der Orangene her mal 12 K, das heißt dann 12, also 12 144 Stück. Und von der Lilane 19, das ist dann 19 144 Stück. Das Grüne ist 21 156 und das Gelbe 20 von 156. Das Orangene ist 24 von 156 und das Rote ist 20 von 156. Und es ist eine Packung Smarties. Wir hatten ausgerechnet, wie viele Smarties in einer Schachtel sind und sind dann auf die Lösung 41 gekommen. Da wir aber 25 Schüler sind, haben wir 25 mal 41 gerechnet und sind dann auf die Lösung 1025 gekommen. Was könnte man mit dieser Schachtel und mit den Smarties noch ausprobieren? Den Platz herausfinden, wie viel Platz noch frei war. Das ist toll, ganz genau. Aber ich bin nicht ganz fertig. Das habe ich auch gemeint. Man könnte jetzt gucken, wie viel passen denn da rein, wenn wir alles reinmachen, was irgendwie reingeht. Was denkst du, wie viel hätten da noch Platz da? Was 3. 3? 10. Das ist ja eine spannende Geschichte, dass man guckt, wie viel passen denn da rein. Das wären Dinge, wenn wir das Volumen berechnen würden, hätten wir damit sicher noch mal eine spannende Aufgabe. Ich möchte erinnern an den Wochenplan, der bitte bis morgen fertig sein sollte. Was hat mir Schwierigkeiten bereitet? Wohin hatte ich Probleme? Was ist gut gelaufen? Bitte draufschreiben. Und zwar nicht nur mal sowieso, sondern mir ist schwer gefallen, die Anordnung der Brüche im Planschreiben. Bitte genauer schreiben, was mir schwer gefallen ist. Ich würde euch als kleines Geschenk, und deshalb weiß ich, jetzt müssen Sie gleich abstellen, die 6. Stunde freigeben. Räumt bitte ordentlich. Ja! Ja!